Nach der historischen Leitzinserhöhung in den USA ziehen europäische Banken im Kampf gegen die hohe Inflation nach. Überraschend hob heute auch die Schweizer Nationalbank SNB den Schlüsselsatz um einen halben Prozentpunkt an. Die Bank of England steigerte ihren Leitzins um einen Viertelpunkt. Mit der Entscheidung der Federal Reserve in den USA gerät auch die Europäische Zentralbank weiter unter Druck. Der Gang in den Supermarkt ist auch für die US-Amerikaner aktuell ein kostspieliger. Ebenso ein Stopp an der Tankstelle. Preise für Lebensmittel und Treibstoffe hatten sich in den USA binnen Jahresfrist teilweise verdoppelt. Bis auf 8,6% stieg die Teuerungsrate. Gestern die deutliche Erhöhung des Leitzins durch die US-Notenbank. Ein zu erwartender Schritt, der die Verbraucher aber erst mittelfristig entlasten wird. Die US-Notenbank hat den Zinshammer ausgepackt. Bisherige Maßnahmen haben nicht gewirkt. Und jetzt ist das oberste Ziel Inflationsbekämpfung. Dafür nimmt die Notenbank auch das Risiko in Kauf, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession abgleitet und die Arbeitslosigkeit steigt. Aber Inflation ist die größte Bedrohung. Steigende Inflationszahlen im gesamten Euroraum zwingen auch die Europäische Zentralbank zum Handeln. Allein in Deutschland steht die Teuerungsrate bei 7,9%. Experten rechnen mit zumindest kleinen Justierungen seitens der EZB. Ja, der Druck auf die EZB wird noch mal erhöht. Die EZB wird liefern. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir so starke und so viel Zinsschritte in Europa bekommen werden, wie wir die in den USA sehen und sehen werden. Am 21. Juli will die EZB die Leitzinsen erstmals seit 11 Jahren wieder erhöhen. Zunächst um 0,25 Prozentpunkte. Für September wird ein weiterer Schritt erwartet. Dieser könnte bei anhaltend hoher Inflation deutlich stärker ausfallen.